meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich, immer noch mit ziemlich bäriger Stimme. Wir sind gerade im Auto, wir sind nämlich gerade auf dem Weg zu unserem Österreich-Urlaub, also zu unserem zweiten Urlaub. Und wir fahren schon seit circa einer halben Stunde, oder? Sowas, ja. Wir fahren auf jeden Fall 6 Stunden, wir fahren nach Galtür und wir freuen uns schon mega. Gestern war ja das Meet and Greet und heute geht es schon direkt los. Gestern war noch Packen angesagt und Bügeln, war ja sehr spaßig. Auf jeden Fall sind die Kinder alle hier am Jausnen, noch ein bisschen müde, oder Michelle? Trinken und ja, das sind auf jeden Fall schon... Ich freue mich schon mega, ich könnte dir das gar nicht vorstellen, ich war schon sehr lange nicht mehr in Tirol. Und letztes Jahr waren wir in der Steiermark im Österreich Urlaub und dieses Jahr Tirol. Der Papa war zum Beispiel noch nie in Tirol, oder? Nein, ich bin Jodeln. Du bist Jodeln? Ja, das ist das. Wir freuen uns schon mega auf die Berge und das Hotel, wo wir sind. Das ist einfach so schön, es ist so schön, es bietet so, es ist ein richtiges Kinderhotel mit so viel Programm für die Kinder. Ich freue mich schon mega und wir nehmen euch natürlich mit. Und ja, zuerst mal die 6-Stunden-Fahrt hinter uns bringen, aber das schaffen wir bestimmt ganz locker. Unsere erste Tankpause. Ich gehe jetzt auf den Müll entsorgen, den wir so ansammeln, essen. Was? Guter Preis. Teuer, oder? 61. Naja, so ist das halt. Kannst du das auch wegschmeißen? Hey, meine Lieben, wir haben mittlerweile schon 10 Uhr. Sind also schon, wie lange? 4,5 Stunden, oder? Unterwegs. Ja. Und ich bin hundemüde, aber ich kann nicht schlafen. In 2 Stunden sind wir aber da, also 1 Stunde und 15 Minuten. Die ganzen Kinder sind schon wach mittlerweile. Ich bin ein bisschen zickig, weil ich bin müde. Bist du stetig mit? Ich bin müde und zickig und der Papa ist hungrig und zickig. Aber nicht jetzt, aber sonst halt. Bitte schlaf. Sonst wird er gleich hungrig. Auf jeden Fall ist es mega schön hier. In den Bergen. Hier. Oh, okay, man sieht jetzt nichts. Sieht man nicht mehr. Jetzt sieht man nicht mehr. Aber hier kurz einen kleinen Berg. Hier drüben. Wir sind auf jeden Fall schon in Tirol. Vorhin, weißt du das? Wir sind vorhin durch Deutschland durchgefahren und schon gleich in Tirol. Woher weißt du, dass Tirol ist? Weil ich es weiß. Weil wir sind aus Salzburg nach Deutschland hinein und wir sind. Au! Auf jeden Fall mega schön hier. Schaut mal. Rattenberg. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, unsere letzte Pause gemacht. Papa und Michelle mussten noch mal Pipi. Und schaut euch mal bitte an, wie nah wir da hier am Berg sind. Voll cool, oder? Mega schön. Und wir haben noch 45 Minuten und dann sind wir da. Und gleich fahren wir weiter, Luisa. Was ist denn? So, meine Lieben, wir sind jetzt endlich da. Wir haben jetzt hier unser Auto und hier ist ein riesengroßer Berg. Mein Gott, wir sind so richtig geflasht. So, Check-in habe ich schon gemacht. Nach links, bitte. Geht's. So, nach links. So, meine Lieben, wir haben jetzt das Zimmer bekommen. Welcome to our crib, das ist unsere Nummer 704 und ich sag euch, das ist ein richtiges Suite mit richtigen... Hier hat man ein Kind liegen, nein, hier ist so eine Sitzbank, da kann man die Schuhe anziehen. Die ist auch so weich. Hier ziehen wir schon ein kleines Baby, das aus dem Kinderzimmer kommt. Hier geht man nämlich zu
Lara und Michelles Zimmer. Und schaut mal, die Lara hat sogar einen Rausfallschutz bekommen, was ich super finde, weil die Lara braucht es noch. Ich habe neben meinem Bett eine Steckdose. Perfekt. Da schlafen auf jeden Fall die Mädels. Und sogar Bademäntel habt ihr, siehst du? Ein Schrank habt ihr auch. Mach mal auf. Ein Wandschrank. Mama. Oh, mit Kinderbügeln. Richtig süß. Also, dann geht's jetzt wieder weiter. Hallo. Die Luisa ist jetzt hier ganz... Hallo! Die Luisa ist super beschäftigt mit der Treppe. Sehr hier. Sehr schön hier, gell? Ich bin mega begeistert. Hier ist das Badezimmer. Fokus. Hi! Nicht einmal meinen Rucksack runtergenommen. Ich wollte es euch unbedingt zeigen. Wir wollten nichts kaputt machen. Auf jeden Fall Badezimmer mit Badewanne und Dusche. Da haben wir sogar eine Erhöhung für die Kinder. Dann haben wir ein extra... Treppi. Eine extra Toilette, was super ist bei so vielen Leuten. Dann kommen wir hier in Patricks Zimmer. Schaut euch mal an, er hat sogar einen eigenen Fernseher. Eine richtig große, ausziehbare Schlafcouch ist das. Mega cool, oder? Und der Patrick hat sogar seinen eigenen Balkonausgang. Läuft bei dir, würde ich mal sagen. Das ist unser Ausblick. Ist der nicht so schön? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ein Berg. Wirklich wunderschön. Wunderschön. So, einfach mitten in der Natur zu sein, das ist ein Traum. Dann kann man durch den Balkon, also der Papa zugesperrt, da muss ich wieder rundherum gehen, also Patricks Reich hier. Hat er auch seinen eigenen Schrank. Dann kommen wir dann zu Mama und Papas Zimmer. Yay! Oh, ist das nicht schön? Oh mein Gott, ich liebe das. Wunderschön, schau, mit eigenen Bademänteln. Auch ein Fernseher. Aber eigentlich schaut der Fernseher von Patrick größer aus. Aber wir sind ja nicht zum Fernsehen da, gell? Wollt ihr schon schwimmen gehen? Wir gehen mal was essen. Ja, wir haben Hunger. So, gehen wir was essen und danach schwimmen wir. Okay. Ja? Ich war halt offen. Müssen wir dann schauen. Wir haben auf jeden Fall hier so ganz viele Sachen bekommen. Kann man jetzt rausgehen und dann schwimmen geht's ja anders. Ja. Wir haben auf jeden Fall ganz viele Sachen bekommen. Müssen wir schauen, wie lange der Pool hat. Der Pool hat eh bis länger am Abend offen. Kartbahn. Gehen wir essen? Gehen wir noch Mittagessen? Oh ja. Gehen wir. Wir sind jetzt unten. Wir werden jetzt nämlich was Mittagessen. Wir haben es nämlich ein bisschen früher hierher geschafft. Vor dem Check, also vor dem geplanten Check-in, und können schon ein bisschen was Mittagessen. Es ist nämlich bis 14 Uhr. Und ab 14.30 Uhr ist dann so eine Jause. Ja, und wir werden auf jeden Fall mal jetzt was essen, weil wir haben nur gefrühstückt. Wir haben mega Hunger. Was ist denn da drin? Oh, lecker Reis mit Curry-Rahmsoße, Nudeln. Oh, magst du Nudeln, Luisa? Ich glaube, das mag die Luisa, oder? Sicher. Ich glaube, ich nehme auch ein bisschen Gemüse. Ich habe aber für die Luisa so einen Teller genommen. So. Gehst du schon zum Tisch? Schatzi, ich habe für die Luisa schon. Das ist heiß, Mama. Das ist heiß, ja. Aber da in Wurzeln war gerade noch warm. Die ist ja auch eine Suppe. Ja. Kannst du das der Lara hintragen, die Suppe? Es ist nicht heiß. Gib mir. Geh dann mal zum Tisch, dann kannst du die Luisa bei mir lassen. Jetzt essen wir mal. Mami. Magst du auch trinken? Schau mal. Soll ich dir helfen, Michael? Ja. Super, Luisa. Jetzt haben wir uns gut gestärkt und jetzt gehen wir ein bisschen wandern, weil der Papa möchte unbedingt wandern. Von mir aus wäre ich ein bisschen im Hotel geblieben, im Wellnessbereich, aber der Papa möchte da unbedingt darauf. Nicht chillen! Und zwar erkennt ihr das vielleicht noch nicht, weil es so weit weg ist, aber hier ist so ein Sessellift und da werden wir jetzt hinauffahren. Oder?
Stadtpark. Und da, also, seht ihr das? Da spazieren auch ganz viele Menschen. Schau mal, wie viele da links. Ah ja, schau, wie viele sind. Boah, schau mal, Lara, ganz viele Kühe. Hallo Mädels. Alle viele. Ich verstehe, du kannst deren Sprache, gell? Mu aus Wien, Niedersachsen. Schöne Mu aus Wien. Aber warum erschreckt man sich eigentlich nicht? Da riecht nach Kusch essen. Ich habe so Angst, ich sag's euch. Ich habe einfach voll vergessen, wie hoch das ist. Ich bin schon lange nicht mehr Sessellift gefahren. Patrick, geht's dir? Ganz normal? Ganz normal, oh Gott, mir ist so schlecht. Das Ding ist, dass ich auch noch die Luisa habe und ich habe so eine Panik, das ist echt anstrengend. Einfach nur nicht runterschauen. Ja, toll. Ich habe so geschützt werden. So, jetzt oben angekommen, hat der Papa seine Familie getroffen. Sag Hallo zu deiner Schwester, Papa. Hallo. Hallo, Papa. Sind die nicht süß? Papa, aber gehen wir weiter. Hier stand sogar ein Schild, die Kühe bitte nicht, also nicht zu nah an den Kühen rangehen, weil da waren ja so Vorfälle in letzter Zeit immer, dass, glaube ich, Touristen so nah an Kühe reingegangen sind. Als Baby war, habt ihr mich los und ich war in den Kühen. Ja, die Lara denkt sich jetzt eine Geschichte aus. Als ihr kleines Baby war, habt ihr mich verloren. Soll ich dir ein Foto machen, Papa, mit den Kühen im Hintergrund? Die Luisa ist jetzt übrigens auf dem Weg nach oben eingeschlafen in der Trage. Ich hatte so Stress. Das war so beängstigend, als er so über die Straßen drüber gefahren ist. Das hattest du keine Angst? Nein. Mutiger Papa. Ich habe so Angst bekommen, dass ich Jüllo mache. What are you doing? Postest du Story? Easy. Bist du ein Influencer? Der Party sagt man, ihr schaut komisch aus. Komm, Party. Wir schauen sie ja voll schneidig aus. Zum Anreiz. Wir sind ready übrigens, ja, wir sind wieder hier im Zimmer. Und wir gehen jetzt schwimmen. Papa, Papi, kannst du mir helfen? So, wir hatten einen Fehler gemacht. Schau mal, wie sie knuddeln. Ja, wir gehen jetzt schwimmen. Wir sind jetzt einmal fertig. Die zwei hatten den falschen Bademantel an, deswegen hier nochmal getauscht, die Luisa schaut so süß aus. Ich habe jetzt auch seinen Kinderbademantel an. Weil der Patrick hat meinen bekommen, weil er größer ist als ich. Schaut aber schick aus meiner, oder Papa? Schau mal. Na ja. Happy Family. Wow, schau mal, Luisa, komm. Gehen wir da ins Wasser? Die Luisa ist noch ganz so, oh oh. Wowie. Komm mit. Das ist so schön hier. Oh mein Gott, richtiges Paradies für Kinder. Wow. So, meine Lieben, wir haben jetzt schnell geduscht und jetzt sind wir unten beim Abendessen. Die Kinder haben hier was zu malen. Lisa tobt sich ein bisschen aus. Mama, das ist schön, wer gerade jetzt malen kann. Das ist schön, dass ihr malen könnt. Schatz, ich habe dir ein alkoholfreies Bier bestellt. Das ist für die Michelle. Lara, machst du aus? Die Michelle. Danke, Patrick. Mit Püree? Okay. Mit Käppchen. Der Papa hat jetzt eine kleine Vorspeisenplatte geholt. Ich sehr gegrillte Champignons schmecken. Ich mag auch eins. Ich esse mit dem. Bei meinem Mann. Danke für was? Danke. Dankeschön. Wir kriegen zuerst eine Suppe und dann die Hauptspeise, haben sie gesagt. Brauchst du Hilfe beim Schneiden? Das geht. Das ist Zacken. Das ist gut. Das ist so schön aus. Das ist Papas. Was hast du schnell nochmal? Zwiebelrostbraten. Boah. Und schaut euch mal Mainz an. Wie schön das ist. Schau mal Mainz, wie schön das ist.
Das will man nicht zerstören. Das will man nicht zerstören. Und der Teller ist so lecker. Und die Lisa ist schon beim Eis. Und die Lara auch. Und die Michelle auch. Ich werde das jetzt genießen. Oh Mann, schaut so lecker aus. Zum Schokokuchen gibt es keine Worte mehr. Schaut einfach super lecker an und ja. Ich glaube, das spricht für sich, oder? Die Luisa malt, die andere. Oh, so richtiger Speckbacken. Speckbacken. Der Patrick ist auch schnell im Weggeschmeißen. Ich musste das natürlich noch auf Story teilen. Aber es schmeckt super lecker. Wir haben jetzt noch einen kleinen Sprung in deinen Kinderclub gemacht. Mini-Club ist das eigentlich für die Kleinen. Luisa! Patrick, bist du auch Mitglied im Mini-Club? Ja. Oh. Da kann man sich sogar einen Kinderwagen ausborgen. Das, glaube ich, werde ich auch mal die Tage machen. Weil da kann ich sogar zwei Kinder mit transportieren. Voll cool, ja? Mama, ich will aber am Anfang kurz vorm Einschlafen. Echt? So gemütlich war das. Gehen wir jetzt ins Zimmer oder was machen wir jetzt? Guck mal. Hallo, die Lara. Lara, fahr mal eine größere Runde. Der Papa auf extra Show und dann verkackt. Und dann verkackst du. Ja, genau. Wow! So, eine Runde wird hier noch, wie heißt das, Eishockey gespielt? Gratis. Echt? Ja. Cool. Und die zwei Großen spielen hier Ping-Pong. Es gibt hier übrigens auch eine Playstation-Ecke. So, meine Lieben, ich bin schon am Zimmer mit der Michelle und mit der Luisa. Papa und Patrick und Lara kommen auch bald. Ich werde mich jetzt nicht mehr vom Vlog verabschieden, ich werde mich noch abschminken. Und ja, bin kaputt, bin so müde. Deswegen, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Aber bevor ich mich jetzt wirklich vom Vlog verabschiede, mir ist eingefallen, ich habe einen Rabattcode für euch. Und zwar mit Diana Balloon könnt ihr 10% sparen, wenn ihr hierher buchen möchtet. Also hier in diesem Hotel, wo wir sind, da könnt ihr 10% sparen, sogar auf Pauschalreisen. Also schaut es euch unbedingt an. Ich werde euch alles unten in die Infobox verlinken. Die Webseite und auch die Instagram-Seite, schaut auf jeden Fall unbedingt vorbei. Es lohnt sich mega, so einen Urlaub zu machen. Also das ist wirklich ein Traum. Und 10% mit Diana Balloon. Und ja, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.